Ja, hallo und herzlich willkommen zu Cossacks 3, ein Spiel, was heute rausgekommen ist oder rauskommen wird. Ich habe das einen Tag vorher bekommen von den Entwicklern. Und da habe ich noch nicht viel anspielen können. Ich mache das jetzt quasi ganz frisch, kann euch aber schon mal zwei Sachen sagen. Ich habe früher die ganze Cossacks-Reihe hoch und runter gespielt als Kind, also quasi noch bevor es Internet richtig gab. Habe immer Informationen gebaut, die KI gespielt und dann habe ich die KI in meine Fernkämpfer laufen lassen, dann volle Salve, da gibt es auch so einen Panikfaktor, gab es damals. Ich bin ein Cossacks-erfahrener Spieler eigentlich, von da mal gucken, was sie hier geändert haben, aber das soll ja eigentlich nur eine Neuauflage ist von dem alten sein und kein wirklicher dritter Teil, wenn ich es richtig verstanden habe. Die hätten das eigentlich auch HD Reloaded wahrscheinlich nennen können. Und die andere Sache, die ihr beachten müsst jetzt bei diesem Let's Play, was ich mache, ist, dass das noch die Beta-Version ist. Ich vermute mal, dass jetzt noch ein Release gibt in den nächsten 8 Stunden oder ein paar Sachen gepatcht werden. Die haben ja schon gewarnt, nicht die deutsche Version so lange zu installieren. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir fangen jetzt einfach mal in der Kampagne an. Und was halt schön an Cossacks ist, weil ihr es nicht kennt, dass sowas wie Age of Empires und diese ganzen Reihen von Microsoft, die es damals gab. Nur das Kampfsystem ist halt besser ausgebaut als bei diesen Age of Empire-Geschichten, meiner Meinung nach, persönliche Meinung. Und der Rest ziemlich ähnlich. Und was machen wir jetzt einfach mal hier vorne? Das Ganze ist ja historisch ein bisschen mit Flotten. Das können wir uns auch mal nachher angucken. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal irgendwo vorne an. Cossacks. Wir fangen einfach mal hier unten an. Die Kampagne ist ja egal. Da kann man sich jetzt ein bisschen Geschichten angucken, wenn man möchte. Aber wir wollen erstmal in die Action einsteigen, mit einer Idee bekommen, was ihr euch da anschaut. Ist natürlich, also aus meiner Sicht ist das ganz klar ein Multiplayer-Titel, keine Frage. Aber wer Singleplayer mag, so ein bisschen historisch angehaucht ist die Sache schon. Und die haben sich auch immer auf Mühe gegeben bei den vorigen Cossacks-Teilen, das ordentlich zu machen, dass es halt historisch auch alles stimmt und so weiter. So, also wir können auch hier lesen. Allow me to congratulate you with your colonel appointment. I am sure you realize the honor responsibility for your render will be quoted. My colonel, I have to ask for your first my other you plunder, take what you are, man, bla bla. Okay, also wir sind wohl der neue Colonel, der ein ganzes Regiment befehligt. You were appointed to command a regiment. And your duty is to counter the Turks, ne, die Türken. In order to win, you need to disrupt the Ottoman offensive. You will lose if your hero, Kürassier, dies. Gather troops. So, also unser Regiment muss sich um die Türken an der Grenze kümmern. Das ist quasi die Mission. Hier ist unser Kamerad, unser Boss hier. Das sind Österreicher, vermute ich jetzt mal ganz stark. Da steht sogar dran. Und ja, oder ist das der Held hier? Das ist der General. Aber wir sind ja nicht der General, wir sind der Colonel. Der will, dass wir uns jetzt Truppen holen und dann nach draußen gehen und die Türken suchen. Das machen wir dann nochmal gerne. Also ist auf jeden Fall hübsch atmosphärisch gemacht, das Ganze. Und die neue Grafik, mir gefällt die richtig gut. Das ist ja genau in dem Stil von den alten Cossack-Spielen. Nur eben wirklich einen schönen aufgelegt. Nicht wie bei diesen HD Age of Empires-Zeugs, wo ich gedacht habe, okay, musste das jetzt so sein? Das sieht halt wirklich aus, wie Cossacks aussehen sollte 2016 aus meiner Sicht. Also von der Grafik schon mal ein großes Lob. So, jetzt bauen wir mal unsere Truppen zusammen für die Kampagne. Was ich persönlich ganz gerne hätte, wir dürfen leider keine Generäle haben, das ist natürlich ärgerlich hier vorne, weil was halt das Schöne an dem Kampfsystem von Cossacks immer war, ist, dass ihr nachher Formationen aufbauen könnt. Da braucht ihr einen Trommler, da braucht ihr einen General für, dann kriegen die verschiedene Boni durch die Formation, durch den Trommler, durch den General. Da konnte man halt im Kampfsystem sehr viel machen, was sehr viel Atmosphäre gebracht hat. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier erstmal eine Knuppel von diesen Musketieren. So, 10 Stück. Die müssen wir natürlich dann auch beschützen. Für die 10 Leute, die wir beschützen wollen, ist natürlich die Frage, was da ideal wäre. Hier steht auch, wogegen die gut sind. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir machen jetzt hier einfach noch einen 10er-Pack davon, so ein bisschen historisch, ne? Dass die Piken und Musketiere quasi in zwei kleinen Blöcken nebeneinander laufen. Das ist so ein bisschen mein Plan. Können wir dann noch, aber wir können noch ein paar Upgrades vergeben. Ich hätte gerne noch eine Kanone hinterher geschoben, wenn es geht. Vielleicht zum Scouten, wenn wir da noch irgendwas nehmen. Also klar, hier kann man eine Menge mitmachen, auch kämpfen und so. Aber ich überlege mir ein paar Dragoonern, dass wir da so eine kleine Scout-Abteilung haben, die auch ein bisschen harassen kann, den Gegner. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine türkische Offensive ist. Oh Gott, die haben 300 Punkte. Also ich weiß ja nicht, wie hardcore das jetzt wird, aber wir haben keine Kanonen, wir können keine Formation bauen, wenn ich das richtig sehe. Von daher denke ich, wird das eher eine kleine Mission. Und dann machen wir es erstmal im kleinen Umfang. Da will ich alles Geld ausgeben für eine riesen Armee. Das sieht im Moment so aus. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Man konnte hier unendlich machen. Und dann machen wir hier vorne auch unendlich. Und dann am Schluss vergeben wir dann die Upgrades. Dann machen wir hier jetzt eine größere, nicht unendlich, machen wir hier eine größere Abteilung, haben wir 10 Reiter. Und mit denen reite ich dann gleich hier rum und scoute erstmal, bevor ich die Armee dann aus dem Voraus hole. Dann zeigen wir das gleich auch mit der Armee. Ist natürlich doof, wenn man eine große Armee aufbauen kann und keine Kommandeure dazu. Also ich weiß ja nicht, welcher sich das hat einfallen lassen. Upgrades für verschiedene Sachen zu vergeben. Breitschwert, Saber, Armored Soldiers, Defense. Das müsste doch eigentlich für alle dann gelten. Das klingt erstmal gut, das machen wir.
Und ich muss noch die Upgrades hier vergeben. Ich will ja harassen, von da brauchen wir wirklich nur die Upgrades. Obwohl ich nicht geguckt habe, was Nahkampf war oder Fernkampf. Wenn ich gleich fertig bin, dann hätte ich natürlich hier ganz gerne noch. Die sollen ja eigentlich nur tanken, während die anderen hier gleich den Schaden verteilen sollen. Ich weiß nicht, wie sehr ich haushalten muss mit Ressourcen. Und da machen wir es jetzt erstmal so ein bisschen halbherzig. So, wir schicken trotzdem schon mal hier einfach zwei Reiter los, bevor die. Kann ich gar nicht raus aus dem Vor? Ach so. Ah. Okay, ich vermute mal, die wollen nicht wirklich jetzt die Truppe aufbauen, dann Generalrede fürs Tor aufmachen. Dann kann ich jetzt gar nicht vorscouten gehen. Na gut, dann machen wir hier weiter. Firepower plus 2, genau. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass die verschiedene Upgrades vergeben haben auf verschiedenen Stufen. Ich könnte mich da aber vertun. Ja, Defense, wie gesagt, die Kampfkraft soll von denen kommen. Weiter geht's. Ja, dann bauen wir jetzt mal auf die Armee. Also will er jetzt wirklich, dass ich alle Ressourcen hier blank ziehe. Das Schöne an dem Spiel war auch, dass sie Nachschub benutzt haben. Also wenn ihr zum Beispiel diese Musketiere habt und ihr habt hier, für Musketiere braucht ihr früher zumindest Kohle und Eisen, weil ne, ihr müsst ja ne, mit Schwarzpulver und so die Sachen verschießen. Da musstet ihr halt haushalten und manche Truppen haben halt auch Gold im Unterhalt gekostet. Das war in jeder Hinsicht ein sehr schönes Design. Cavalry Attack. Aber der Cavalry Attack ist, glaube ich, das ist ja Fernkampf eigentlich, ne? Kann ich mir das angucken, die Werte? Hier sieht man noch verschiedene Formationen. Gerade das Viereck ist ganz nett. Das ist wahrscheinlich hier auch wieder so, wie es früher war. Ja, könnt ihr jetzt gar nicht anmachen. Dass ihr verschiedene Boni dafür bekommen habt in Defense und Attack und so weiter. Also hier ist Firepower. Ich glaube halt nicht, wenn ich den Säbel jetzt verbessere, dass das den Cavalry Attack verbessert. So, Firepower plus 3. Weiter geht's. Ja, dann stellen wir aber noch ein paar Reiter da vorne her. Also es wird doch eine größere Armee. Finde ich es nicht verkehrt, die aufzubauen. Ich finde es halt nur ein bisschen schade gemacht, dass ich keine Generäle dazu nehmen darf bei der ersten Mission, weil große Formationen mit Generälen zu. Also die werden dann hier auch in Armeen dargestellt nachher, ne? So war das zumindest von alten Teilen. Und da konnten sie riesen Heere aufbauen und die schön strukturiert bewegen und so. Aber es kommt wahrscheinlich an späteren Missionen, vermute ich mal. Und eigentlich müsste ich auch ein paar Schwerter haben, damit ich halt die, ne, da hinpacke, wo eben Not am Mann ist. Also das ist halt alles. Ja, Steinschere-Papier-Prinzip ein bisschen. Plus eben, dass es durch Formation verbessert wird. Ihr seht ja auch, ich könnte die Formation festlegen. Er zeigt auch schön an, wie die steht. Finde ich ganz, ganz toll gemacht. Kleiner Wermutstropfen ist, dass er die Tiefe nicht anlegen könnte. Ich konnte mir jetzt nicht sagen, er macht lieber 5 Reihen oder so. Das konnte man aber irgendwie auch designen. Aber ich glaube, ich kann das noch nicht. Egal. So. Ja, also ich mache jetzt nicht zu lange mit dem Aufbau, sonst ist es auch langweilig. Wir wollen ja auch ein bisschen Action sehen. Ach, 300 Mann kann ich haben. Ich vermute mal, dass da ein paar Milliarden Türken dann vor der Tür sind. Wir können das ja einfach hier weiter anlassen für die auf unendlich stellen und dann sehen wir ja gleich, ob das funktioniert. Ob wir noch Truppen haben, das Upgrade schon vergeben, verbessern wir auch gerne nochmal das. Und ja, dann reden wir mal mit dem Zeug. Ich bin jetzt bereit. Herr General. Papp, papp, papp. It seems the Turks are lying low. Lying? Lying low. Either they are busy elsewhere or they plan something. Something, irgendwas. Please. Wie redet der denn? Da haben die der Wirks geredet, vermute ich mal. Aber in Österreich eher Deutsch. If you counter Turks in small numbers, you are authorized to attack and take some prisoners. Das könnt ihr übrigens auch machen, aber das galt, glaube ich, nur für Peasants. You can start with a village next. Türkisches Village next hier? Okay. Okay, let's go. Muss ich die gesamte Armee dafür mitnehmen? Okay. Nahkampftruppe, Fernkampftruppe, Kavallerie. Und der General? Nicht sicher. Also der macht eigentlich keinen Bonus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ja kein richtiger General für den Boden. So, wir holen jetzt erstmal die Truppe da raus. Dab, dab, dab. Das sieht auch richtig geil aus, ne? Also das ist auf jeden Fall, also für mich ist das zeitgemäß, dass das gefällt mir, wie das ausschaut. Ich bin schon gespannt auf die ersten Sachen, wenn die kämpfen. So, Tatan-Türken. Ist natürlich noch, dass dahinter wahrscheinlich noch mehr Truppen sind. Ich würde aber jetzt sagen, dass wir die Kavallerie dafür nicht unnötig opfern müssen. Ich würde jetzt ganz gerne die Truppe hier in die Straße stellen. So. Nochmal, ich nur 11 Musketiere. Die werden langsamer hergestellt als die anderen. Daran liegt das. So. Dann harasses die, lockt die da rein, dass die die blocken. Und die geben dann von hier hinten Feuerschutz. Hoffentlich reiten die da nicht hier vorne durch, sonst haben wir ein Problem. Moment. Nur um sicher zu gehen, dass das nicht passiert. So. Tap, 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 tap. Ja. Ja, Bam, es wird gefeuert, weil das sind ja Nahkämpfer. Boom, oh, das hört sich auch geil an. So, jetzt gehen wir direkt weg. Zack.
Jetzt wird gefeuert. Ist natürlich, also wie gesagt, früher gab es dieses Ding, da könnt ihr dann Feuer ausmachen. Und die treffen ja besser, je näher ihr ran seid. Das heißt, ihr konntet dann auch, ne, hier einfach hingehen, sagen Feuer aus und habt gewartet, bis die ganz nah ran waren. Und dann habt ihr halt eine fette Salve abgegeben. Es hat halt einmal die Moral. Ich weiß gar nicht, ob man das hier noch anzeigen kann. Vielleicht mit I, mit Tab. Also früher gab es so eine Übersichtstaste. Da habt ihr ganz viele Infos zu den Einheiten bekommen. Gibt es sicher immer noch. Ich weiß nur gerade nicht, wo die ist. Und na, auf jeden Fall gab es auch Moral und so weiter, dass sie sich halt zurückziehen, bevor die tot sind. Und dann habt ihr die halt wirklich rankommen lassen, habt zwar statt zwei Salben nur eine vielleicht abgefeuert, aber die hat dann richtig gesessen und die Moral geknackt, weil es so einen Moral-4-Bonus gab. Also das war richtig klasse damals. So, jetzt stehen die natürlich nur hier ein bisschen schlampig, die Jungs, das ist kein Problem, Steuerung ist halt wirklich ideal gemacht. Jetzt haben wir hier mal vorrücken das Ganze und dann schießen, wenn die den Gegner sehen. Let's go. So, die Truppe ebenfalls, aber wie gesagt, ohne Kommandeure ist das ein bisschen doof zu steuern. Jetzt reißen wir erstmal das, besonders gleich abreißen, er hat gesagt, wir wollen Gefangene machen, ne? Oder wie war das? So, die setzen jetzt aus dem Wald. Ich weiß aber nicht, ob es Deckung gab. Schon zu lange her dafür. So, die Reiter bitte zuerst rein. Die können sich zurückziehen, falls eine Falle war. Tap, 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 tap. Geil, geil, geil. Also, heute Abend spielen wir auf jeden Fall Multiplayer, definitiv. Das ist ja Multiplayer-Spiele, wie gesagt, aus meiner Sicht. So, ich soll Gefangene machen, aber da ist ja keiner. Also, ihr könnt diese Gebäude hier, wie ihr seht, zum Teil einnehmen. Kleinen Hütten anscheinend nicht. So. Ich glaube, ihr nehmt die ein, wenn ihr genug Truppen da habt und alle Gegner getötet habt. Aber ich glaube auch, dass ihr die automatisch einnehmt, wenn ihr daneben stand. Das gehört nämlich mir, jetzt habe ich das Dorf erobert. Das glaube ich auch ziemlich unique gewesen. Wüsste jetzt keins dieser Spiele, wo man damals Gebäude einnehmen konnte. So, hier ist der Boss. Er ist gar nicht der Boss. Wo ist denn der Boss? Da hinten ist der Boss, feiger Hund. So. Da unten ist das nächste Dorf, okay. Ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Tutorial-lastig. Ich weiß gar nicht mehr, ob man. Konnte man auch eine Formation mit den Jungs machen? Dass er jetzt die Kavallerie, genau, wenn ich jetzt alle hier anmache, dass der jetzt sagt, wo wäre denn da jetzt die Kavallerie angebracht? Ich bin mir fast sicher, wenn ich jetzt einen General hätte, dass ich eine Formation festlegen könnte, weil das ja Schmarrn, ne, was wir jetzt gerade hier aufbauen. Okay, ist ja egal. Wir lassen die jetzt trotzdem mal gemeinsam hier runterlaufen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass da besonders viel auf unserem Weg kommt. So, das heißt, die feuern dann, wenn die dann advancen. Das ist die Karawane der Türken. Habt ihr euch hier schon bewegt? Die rechte Taste wahrscheinlich. Let's go. Ah ja, auch verschiedene Geschwindigkeiten. Also ich muss das mit den Generälen nochmal hinkriegen. So, die Truppe, das ist quasi die Verstärkung. Die schicken wir auch direkt nach hier unten. Da sind ein paar, das ist ein türkisches Ding gewesen, haben wir erobert. Das ist dasselbe mit dem Ressourcensammeln, wie es aus anderen Spielen, Age of Empires und so kennt. Ne? Die müssen hier irgendwo hinbringen, die Arbeiter. So, der Wald scheint aber jetzt keinen Nachteil zu bringen. Ich muss auf jeden Fall nochmal in die Anleitung gucken, ob es irgendwelche Nachteile bringt im Wald für die Kavallerie, zum Beispiel wegen Speed oder so. Warte mal. Ja, da sind ein paar von den Heiden. Es scheint auch nicht so zu sein, dass der Wald irgendwie die Sicht. Wobei, hier sieht man, dass das bei dem Wald genau aufhört, die Sicht. Von da kann man sich vielleicht im Wald ein bisschen besser verstecken. Ich warte jetzt auf die Verstärkung mal da oben. Da kommen sie langsam. Hier kann man übrigens Minen bauen. So. Ja, ich sammle erstmal die Truppe hier vorne und dann machen wir das sinnvoll. Die Kavallerie bitte mal hier vorne hin. So, die machen den Weg hier vorne quasi zu. Wer schießt denn da? Oh shit. Okay. Dann lass die mal niederreiten. Bam, bam. Ich weiß gar nicht, ob es Friendly Fire gab. Ich glaube aber nicht. Ich versuche aber jetzt einfach mal zu flanken. Weil der schießt, glaube ich, auch. Ach, der bleibt dann einfach stehen. Das kann man auch, glaube ich, anders einstellen. Ja, meine Musketiere sind noch gar nicht da. Ist aber egal, wir haben die Türken schon mal zurückgeschlagen. Bam, bam. Und die Kavallerie kann sich um den Rest kümmern. Jetzt hat er mich tatsächlich im Wald überrascht quasi. So, na gut. Ich wollte eigentlich mit meinen Musketieren feuern. So, lass mal die Truppen gerade wieder alle herbringen, damit ich hier nicht den Überblick verliere. Wo sind denn die Musketiere? Okay, nochmal. Das ist die Infanterie. Wir haben halt nur 12. Echt? So, wir haben jetzt ein paar Arbeiter erobert. Nur 12 Musketiere haben wir. Da oben sind noch die anderen. Die werden halt sehr langsam hergestellt. Und wie gesagt, wir brauchen halt auch die Ressourcen da oben, obwohl das hier noch kein Problem ist. Aber später müsst ihr ja wirklich haushalten damit, ne? Okay. Ich würde sagen, wir schicken die Gruppe jetzt einfach mal hier runter, dass sie hier durchcharged und der Rest ist quasi Flankenschutz, wenn ihr so möchtet. Anlegen. Moment, wir machen das jetzt hier mit den Musketen. So, wir laden jetzt. Da kommt die Kavallerie. Bam! Naja, so fast. Jetzt ziehen sie auch schon ein bisschen zurück. Aber das war, glaube ich, kein Moralproblem. Das ist nur, weil Fernkämpfer sich von Nahkämpfern immer zurückziehen. So, und die Kavallerie, die charge jetzt hier einfach an die Seite. Bam, bam, bam. Das klingt auch nett.
Ist schade, dass sie keine Nachladeanimation haben. Das wäre natürlich noch der Brüller. Und ich glaube, die laden auch ein bisschen schnell nach. Also die Feuerrate für so einen Musketier ist, glaube ich, ein bisschen schnell hier. Aber muss ja nicht alles authentisch sein. Wäre nur noch mal ein bisschen schön gewesen dabei. So, jetzt erobern wir das. Dann gibt es wahrscheinlich Schiffchen dann da unten. Genau, Transportschiffe und so. Und Kriegsschiffe gibt es dann später. Das kann ich wahrscheinlich auch welche herstellen. Also, es fühlt sich ein bisschen wie Tutorial an, ehrlich gesagt. Ne? Das ist nicht ganz so ultra spannend im Moment. Mal die späteren Kampagnen vielleicht durchgucken. Donnerwetter. Mal auf Deutsch. So, und hier oben habe ich halt jetzt quasi eine Basis, mit der ich arbeiten kann. Und dann kann ich jetzt hier Nahrung holen lassen und ich kann dann hier vorne eine Dings bauen. Eine Mine, damit ich endlich wieder Eisen habe. Das braucht halt ein Waffen herzustellen, aber wie gesagt, halt auch, wenn ihr die Musketen abfeuern wollt, ne? Und dann müssen da noch Arbeiter rein, die können dann noch ausbauen. Das klassische Spielchen. Also eine ganz schöne Sache. So, ich würde aber jetzt sagen, weil ich diese Mission nicht allzu spannend empfinde, ehrlich gesagt, und ich immer noch keinen Kommandeur habe, was halt den Reiz ausmacht eigentlich bei den Formationen und so, dass ich doch lieber das hier beende und mir eine Kampagne suche, die ein bisschen größer ist, wo auch weniger Tutorial-Gefühl bei ist. Aber heute Abend wird auf jeden Fall auch dann nochmal Multiplayer gespielt, da kommen auf jeden Fall nochmal Videos dazu und zu dem Singleplayer, aber hauptsächlich Multiplayer, weil das eben der absolute Reiz ist. Und da freue ich mich auch schon drauf, das dann die Tage präsentieren zu können. So, dann steigen wir hier erstmal aus. Ich hoffe, ihr habt trotzdem schon mal einen kleinen Einblick gehabt in die Geschichte. Ich probiere aber noch eine Sache. Kann ich aber, glaube ich, nicht machen, da ich den sage. Ich wollte gerade den Angriffsbefehl auf den eigenen Mann geben. Ja, nee, ich bin dann erstmal weg für heute. Warte, warte, die gucke ich noch an. Schick, schick. Bisschen lang das Gewehr. Alles Zwillinge, passt schon. So, egal, ich bin dann erstmal weg. Ciao, ciao.